Wir reagieren heute wieder auf die Sendung Nachschlag. Das ist eine Talkshow bestehend aus Dieter Dehm, Paul Brandenburg und K1 Sufi Siyavash. Heute in der 22. Folge beginnt K1 mit der Schlagzeile No Action, Only Talk oder kurz NATO. Also es wird wahrscheinlich wieder um den Aufrüstungswahnsinn, um den drohenden Krieg gehen, den die hiesigen Regierenden immer weiter vorantreiben. Richtig, das ist ja eine Abkürzung für NATO, No Action, Only Talk. Und das hat neulich ein amerikanischer Soldat mal geäußert, der sich wirklich auskennt über diese Truppe, bei der er dabei war viele Jahre, dass die nämlich nur labern und nichts können, was uns auf der einen Seite, zurücklehnen würde ich nicht sagen, aber wo man sagen kann, Gott sei Dank ist das so. Aber wenn man gleichzeitig das von sich selbst nicht weiß, dann zündet man einen Krieg an, der dann trotzdem tobt, auch wenn er relativ schnell für die NATO und für alle Beteiligten vorbei ist. Also ich möchte natürlich über diesen Bundeswehr-Leak sprechen. Ich meine, wenn wir uns erinnern, die letzten Wochen und Monate wurde ja darüber gesprochen, dass ein nicht geheim Treffen, ein privates Treffen abgehört wurde und die Inhalte, die nicht vorkamen, hat ja das Pressenetzwerk korruptiv dann eben interpretiert mit Demos und der ganze Quatsch, der dazukommt. Und jetzt haben wir das wieder, da wurde nämlich ein Geheimtreffen, ein telefonierendes Geheimtreffen, das wurde tatsächlich abgehört und der Inhalt, der ist tatsächlich brisant, aber in unseren Medien spielt es keine Rolle, was da tatsächlich gesagt wurde, während bei Korrektiv das Thema war, was nicht gesagt wurde, erfunden, sondern hier ist nur, wie konnten die abgehört werden? Und wenn man sich den Inhalt eben auch mal auf der Zunge zergehen lässt, da beraten deutsche Offiziere, wie man mit deutschen Marschflugkörpern Dinge leisten kann, die andere offensichtlich nicht können, andere Marschflugkörper eben nicht können, wird ja auch im Kika für Werbung gemacht, nämlich die können dann russische Ziele angreifen, möglicherweise die Krimbrücke, Ketschbrücke, aber auch den Kreml, also weit ins Landesinnere. Und man ist gerade so heiß darauf, dass sie das können. Und ich zitiere mal, weil die sind besser als das, was die gute alte Luftwaffe so konnte. Da ist auch die Frage, was versteht er eigentlich unter guter alten Luftwaffe? Wie meint er das? Darüber sollte man eigentlich in den deutschen Medien hellhörig werden. Da sind deutsche Offiziere, die frei drehen oder aber im Auftrag irgendetwas tun. Und dann, wir würden es ja ohne die alternativen Medien nicht erfahren, den dritten Weltkrieg mit deutscher Beteiligung zum dritten Mal in 100 Jahren werden die Deutschen wieder daran beteiligt. Darüber sollten wir eigentlich reden. Wir würden es ohne die alternativen Medien nicht erfahren. Das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Also ich habe ja die ganzen Berichte auf Tagesschau und so weiter gesehen und es war wirklich pure Propaganda. Es wurde nichts ganz, dass da einige deutsche Offiziere offensichtlich Waffenlieferungen vorbereiten und planen, die von der Bundesregierung noch abgelehnt werden, zumindest offiziell abgelehnt werden. Und dass man diskutiert, wie man diese Waffen liefern könnte, ohne es so aussehen zu lassen, als sei Deutschland da beteiligt. Und dass sie zugegeben haben, dass sich Briten und Amerikaner schon längst vor Ort befinden, also ja auch etwas, was in den Mainstream-Medien eher selten berichtet wird. Das wurde nicht berichtet. Von der Tagesschau berichtet wurde stattdessen, dass die Russen uns abgehört haben. Das sei der eigentliche Skandal. Also wir erleben ja eine regelrechte Desinformationskampagne der Bundesregierung, der Mainstream-Medien, die diesen Skandal überhaupt nicht wahrheitsgemäß wiedergeben, sondern die eine völlig nebensächliche Tatsache skandalisieren. Ich meine, dass sich Großmächte untereinander abhören, also dass die Amerikaner uns abhören, ist ja schon lange bekannt, dass die Russen uns wahrscheinlich auch abhören werden, okay, war mit zu rechnen, also das ist ja überhaupt nichts Neues. Aber diese ganzen Sachen, die da geleakt wurden, die waren der eigentliche Skandal. Und das wurde in der Tagesschau überhaupt nicht berichtet. Man hat auch keinen Oppositionspolitiker zu Wort kommen lassen. Man hat keine russische Stimme zu Wort kommen lassen. Also in Russland, da hat das nämlich richtig hohe Wellen geschlagen. Aber hätte man auch nur einen Politiker oder einen Journalisten zu Wort kommen lassen, der da eine leicht andere Meinung vertritt, also beispielsweise jemand wie K1 Sufi Siyavash oder jemanden aus der politischen Opposition, sei es vom BSW oder von der AfD, oder ja, Gott bewahre einen russischen Politiker, da wäre dieses gesamte Propagandanarrativ in sich zusammengefallen und das will man ja, koste es, was es wolle, vermeiden. Passiert aber nicht, sondern alle reden darüber, wie kann es eigentlich sein, dass die Russen so schnell in dieses Netzwerk eintreten und uns abhören. Also absurd, weil was hätte das denn für Folgen, wenn es tatsächlich gelingen würde? Also wenn tatsächlich. Der Chat ist auch wieder gut. Dann eben guten Nachmittag und nicht guten Abend. Deutsche Offiziere andere schulen würden, mit deutschen Marschflugkörpern russische Ziele anzugreifen, dann glaube ich nicht, dass Russland sagen würde, naja, das waren ja Ukrainer, die wurden ja von Deutschen geschult, die haben deutsche Waffen bekommen, deswegen hat das nichts mit Deutschland zu tun. Ich möchte mal das Gedankenexperiment preisgeben. Der Iran würde in Gaza Terroreinheiten mit Waffenversorgung schulen, wie man Tel Aviv angreift. Würde Tel Aviv dann sagen, das hat was mit dem Iran zu tun? Ich glaube schon. Aber in diesem Fall bilden sich Offiziere offensichtlich ein, erstens, dass das keiner mitbekommt und dass man im Kreml denken würde, naja, das hat ja mit Deutschland gar nichts zu tun. Also hier legen wir uns mit einer Atommacht an. Es ist
kommt offensichtlich raus, der wir nicht gewachsen sind. Aber meine Theorie, weil man immer sagt, die Russen hätten das abgehört, ich bin mir da gar nicht so sicher, weil es gibt ja auch immer eine Geschichte hinter der Geschichte. Ich glaube, dass es auch noch intelligente Menschen bei der Bundeswehr gibt, die das technisch verarbeiten, die das durchgestochen haben. Das ist so meine Theorie, ich wünsche mir das auch, muss ich sagen, dass dann der ein oder andere Soldat gesagt hat, wenn unsere Chefetage das wirklich will, dann ist ja Feierabend, da ist einfach Schluss. Weil was würden die Russen tun? Ich glaube, die Russen würden erstmal dafür sorgen, dass große Teile der Ukraine aussehen wie Gaza. Also Städte, und dann würden sie sich den amerikanischen Basen in Deutschland zuwenden. Da reicht dann pro Basis eigentlich eine Rakete und dann würde man sehen, wohin die Richtung geht. Also wir hätten da überhaupt keine Chance und den Deutschen würde man dann anbieten, nukleare Teilhabe. Wir würden dann amerikanische Atombomben unter deutsche Jets packen, Richtung Moskau fliegen und dann wäre hier der Ofen aus. Würden Rot und Grüne wahrscheinlich auch tun für die Sache. Es geht ja ums Prinzip, da ist das Überleben nicht so wichtig. Aber um nochmal meine Theorie zu stärken, ich glaube, dass wir intern so eine Art Snowden haben, das wünsche ich mir, der gesagt hat, okay, das steche ich jetzt an die russischen Medien durch, damit die es an die Alternativmedien weiter durchstechen. Und da bin ich bei einem ganz wichtigen Punkt bei No Action Only Talks. Wo wären wir denn eigentlich ohne die alternativen Medien? Wenn es nur ARD und ZDF gäbe, dann hätte Russia Today das kein... Ja, dann wäre die Propaganda durchgegangen. Also Russia Today ist hierzulande ja zensiert und ja, dann hätte keiner das hinterfragt, was da läuft. Also dann wären auch Parteien wie das AfD, wie die AfD und das BSW überhaupt nicht mit ihren Botschaften durchgedrungen, weil sie gar nicht zu Wort kommen gelassen worden wären. Also wir sehen das ja bei den Talkshows, die jetzt sich um die Taurus-Leaks drehen. Keine Politiker von AfD oder BSW dabei. Komisch, weil die dieses ganze Narrativ sofort in sich zusammenstürzen lassen würden. Weil die wirklich diese brisanten Aussagen auf den Tisch legen würden. Und das will man, koste es, was es wolle, vermeiden. Geben können, es wäre nicht veröffentlicht worden. Und das zeigt, wie abhängig wir inzwischen sind oder wie wichtig die Alternative. Ja, oder es wäre nicht veröffentlicht worden, auch eine interessante These. Ich meine, in Russland hätte es ja trotzdem hohe Wellen geschlagen. Und wer an die Information hätte kommen wollen, der wäre auch dran gekommen, selbst ohne alternative Medien, aber halt sehr viel schwieriger, sehr viel schwieriger. Hätte man sich bei Auslandsmedien informieren müssen. Ich meine, da ist die Berichterstattung sehr viel anders oder selbst in vielen westlichen Ländern sehr viel differenzierter als hier in Deutschland. Sind und deswegen auch, warum die so stark bekämpft werden. Sie planen einen dritten Weltkrieg mit deutscher Beteiligung und ohne die alternativen Medien, die das veröffentlicht haben und damit sich den Druck der Veröffentlichung gemacht haben, würden wir das gar nicht wissen. Was wissen wir sonst noch alles nicht? Und deswegen, ich wünsche mir, dass immer mehr Soldaten erkennen, dass die NATO eine Gurkentruppe ist, was man ja auch daran erkennen kann, wenn sie wirklich was auf dem Kasten hätten, jetzt mal aus kriegerischer Sicht, dann wären wir ja längst haushohe Gegner in der Ukraine, sind wir ja nicht. Ja, sind wir ja nicht. Das heißt, nicht nur, dass wir keine Munition liefern oder auch das schwere Gerät, das reicht eben nicht. Wir sind nicht kriegstüchtig, was ich gut finde. Also wir können nichts. Ich finde es eigentlich gut, dass wir nichts können im Sinne, dass wir im Außengebiet Länder angreifen. Aber wir können ja noch nicht einmal die eigenen Grenzen schützen. Das würde mir eigentlich schon reichen. Einfach sagen, so ein bisschen milizmäßig wie die Österreicher oder die Schweizer, einfach die eigenen Grenzen schützen können wir auch nicht. Aber, und das hoffe ich, ich glaube, dass es noch kluge Soldaten gibt, die wissen, was das bedeutet, auch wenn die ganz oben sagen, was so ein Marschflugkörper dann anrichtet, ohne die Konsequenzen zu bedenken. Ich glaube, dass nicht alle vollkommen bescheuert sind. Und ich wünsche, dass jetzt in der Bevölkerung mal ein Aufwachen stattfindet, dahingehend, wir sind doch immer gegen rechts auf die Straße gegangen. Jetzt müssten wir eigentlich gegen die Vulkangruppe auf die Straße gehen, weil die ja Tesla anzündet. Passiert aber nicht. Aber wir haben es in der Bundeswehr mit Leuten zu tun, die... Vielen Dank für das Abonnement an Karim und an Petui Rukal. Hasardeure sind, die vollkommen wahnsinnig sind, die glauben, Deutschland könnte ungestraft Russland angreifen. Das muss man sich mal vorstellen. Mit der Geschichte zu glauben, die Russen merken es nicht und wenn, dann tun die nichts. Da würde ich einfach nur empfehlen, mal ins... Heute sind ja viele Leute so aktiv. Das ist wahrscheinlich, weil Proletopia demonetarisiert wurde. Jetzt geben sie alle das Geld bei mir aus. Danke an das Prime-Abonnement von Svas Obama. Oder wieder. Was ich in die Mediathek von NTV zu gehen oder in ein gutes Archiv und sich anmachen. Waren die Russen, nachdem das nochmal dann auch nach vielen Jahren doch mal in Deutschland haben zurückgeschlagen? Und die Antwort ist natürlich ja. Da muss man gar nicht so weit gucken. Berlin, wie es aussah, kurz nach Kriegsende, da war ja auch die Rote Armee. Da werden viele sagen, da siehst du mal, wie brutal die Russen vorgehen. Guck dir Berlin bei 45 an. So. Was ich sagen möchte ist,
Wir haben es mit einer Truppe zu tun, die nicht richtig was kann, weil sie ja auch sagen, die Offiziere, dass diese Raketen, diese Marschflugkörper mit entsprechender Sprengkraft, 20 Stück müsste man einsetzen für die Brücke, dass sie den Krieg nicht verändern würden. Aber allein deswegen ist es ja schon irre, nach dem Motto, naja, wenn wir ihn schon nicht verändern, dann geben wir den Ukrainern die Waffen und die sollen damit dann das machen, was sie machen, also Russland. Und das, wir glauben, dass der Putin sagt, da hatten die Deutschen einen schlechten Tag. Ja, das glaube ich nicht. Ich glaube, wenn ich mir die russische Politik angucke, dass der Herr Putin sehr ernst zu nehmen ist. Und wenn er sagt, dass man das beantworten würde, dann wird das auch so sein. Ich habe übrigens gerade vor ein paar Tagen ein Statement von ihm gesehen auf den Jugendfestspielen in Sotschi, wo er noch einmal gesagt hat, als Deutsche und Russen zusammengearbeitet haben, war das für beide Völker gut. Also der Mann wirkt auf mich nicht wirr, sondern eher resigniert. Ja? Und 180 Länder nehmen an diesen Festspielen teil. Also Russland ist vollkommen isoliert, kann man es schon sehen. Aber ich würde mir wünschen, und ich wünsche es mir, dass das durchgestochen wurde und nicht tatsächlich abgehört wurde. Aber selbst wenn es abgehört wurde, die Deutschen haben sich ja darüber aufgeregt, Herr Kiesewetter, da muss man drüber nachdenken, habe ich ja einen Tweet von Frau Angela Merkel nochmal ins Post gesetzt, abhören unter Freunden geht gar nicht. Ich habe gepostet und unter Feinden. Also es ist auch jetzt überhaupt nicht neu, dass wir abgehört werden. Wir sind hier einfach nur ein Außenposten, der sein Kotau macht. Wenn man sich die Antennen auf dem Adlon anguckt, Richtung Kanzleramt, ist das ja alles vollkommen absurd. Ich finde es trotzdem eine sehr bedrohliche Situation, wenn wir wissen, dass deutsche Offiziere das tatsächlich durchdenken und dem Herrn Scholz und Co. nahelegen würden, lass uns das doch mal machen. Deutschland plant einen Angriff auf Russland und Moskau und die Inhalte werden runtergespielt und wir unterhalten uns nur darüber, wie es sein kann, dass Russen in diese Systeme eindringen. Das finde ich extrem bedenklich. Dass sowas passiert jetzt, wenn man wie ich gerade im Ausland ist, weil man bestimmte Dinge zu tun hat, die auch eine Geschichte wert, wenn die später kommt, dann kann es passieren, dass wir uns in unseren Schlagzeilen, die wir vorher nicht so absprechen, jetzt so ergänzen, dass ich mit deiner Erlaubnis, Dieter, meine direkt vorziehen würde, weil ich direkt darauf entgegnen möchte, was Kevan gerade sagte, weil es als perfekte Replik passt aus meiner Sicht. Kevan, ich muss dir voll widersprechen. Das war kein Snowden. Und das war auch kein Wunsch aus dem Inneren der Bundeswehr. Ich verbringe nun die letzten Jahre unter anderem damit, mich sehr viel um die Bundeswehr zu kümmern, sehr viel Kontakt eben mit solchen Stabsoffizieren aufzunehmen und mit Informanten, die da drin sitzen. Nein, das Irre ist, was man daran kaum begreifen kann. Und ich muss dir ehrlich sagen, ich habe mir 10 Sekunden von diesem Tape angehört und wusste sofort, war mir völlig sicher, dass das komplett echt ist. Das, was wir momentan, das ist komplett, ja, ist komplett echt und es ist auch nicht durchgestochen worden. Es ist wirklich echte Dummheit der Bundeswehr. Wenn man das erlebt hat, wenn man sich die letzten Jahre mit diesen Menschen beschäftigt hat, die dort in Uniform sitzen, Ja, also das ist so furchtbares Denglisch. Also das kann sich entweder nur ein sehr, sehr schlechter Satiriker ausgedacht haben. Das muss echt sein. Also sowas kann sich keiner hört euch die Aufnahme oder hört euch nur mal Ausschnitte aus der Aufnahme an. Das reicht schon. Also das kann man sich nicht ausdenken, was die da besprechen. Generälen, das sind nicht einfach nur Offiziere, es sind Stabsoffiziere, es sind Kommandooffiziere, die allerhöchsten Kommandooffiziere. Diese Damen und Herren, vor allem Herren, sind von einer Dummheit, von einer Einfalt, die du ansonsten nur bei Annalena Baerbock findest. Das mag man sich kaum vorstellen und man fragt sich, wie kommen diese Personen in auf diese Ebenen? Das ist für den Außenstehenden schwer zu begreifen, aber es ist tatsächlich real. Nach allem, was man momentan rekonstruieren kann, haben die Damen und die Herren dort, immer die Damen, haben die Herren dort mit WebEx konferiert, also einem ganz billigen Konferenztool, in das sich einfach ein weiterer anonymer Teilnehmer eingewählt hat. Also ein Anonymous war mit im Raum, für alle sichtbar und keinen hat's gekümmert. Diese Jungs, die da sitzen und schwadronieren, wie Präpubertäre, die zum ersten Mal mit Papas Cabrio durch die Gegend fahren, irgendeinen Weibern hinterherpfeifen. Der eine prahlt über sein Hotelzimmer, der andere erzählt, wie er bald nach Alaska fährt. Dummes Gequatsche von Jungs, wo man sagen würde, das kann nicht mal mittleres Management irgendwo bei McDonald's sein. Das sind die höchsten Offiziere, die darüber reden, wie sie Marschflugkörper, Zitat, vielleicht auf Kindergarten schmeißen, dass das aus Versehen auf dem Kindergarten runterfällt. Es ist tatsächlich von einer solchen geistigen Armut, was in der Bundeswehrführungsetage ist, von einer solchen Realitätsferne, dass man es kaum in Worte fassen kann. Wenn man ein bisschen Einblick hat in die Geistesstruktur der Damen und Herren, die dort in Führungsstäben sitzen, es gibt verschiedene Führungskommandos der Bundeswehr, das ist in ständigem Umsortieren begriffen. Wir haben jetzt seit neuestem so eine Art Inlandsführungskommando, dann gibt es eine Art Auslandsführungskommando, vereinfacht gesagt. Wenn man sich diese Obristen, diese Oberstleutnante dort anschaut, dann hat man tatsächlich zu einem großen Teil Menschen, die sich ähnlich sehen wie Parteigänger der Grünen. Das sind Menschen, die ganz, ganz schockiert ablehnen, wenn man ihnen aufs Gesicht zusagt, du bist doch Soldat, dein Handwerk ist das Töten. Da sind die völlig empört. Nein, moderne Armeen töten nicht. Wir sind Polizeien, wir leisten humanitäre Einsätze. Es ist eine solche Realitätsferne, selbst in diesen Kommandostäben, die sind derartig weit weg von der Realität dessen, was ihre Handlungen am Ende auslösen. Man mag es sich vielleicht kaum vorstellen, wenn man sich denkt, Mensch, das sind doch Menschen, die permanent mit Waffen und Krieg umgehen. Nein, das ist eben nicht der Fall.
die wenigen echten, die wenigen Soldaten, die in der Bundeswehr tatsächlich echten Frontkontakt hatten, die echte Kriegserfahrung haben, da gibt es nicht allzu viele davon, weil die Bundeswehr im Wesentlichen eine Armeesimulation ist, die auch international überhaupt nicht. Danke, Karim, dass du noch ein Abonnement verschenkt hast an der Stelle. Ernst genommen wird. Wir haben sehr wenige Einheiten, die tatsächlich so etwas wie soldatisches Wesen haben. Das sind die Kommando-Spezialkräfte, die kennt man. Das sind die Kampfschwimmer, die kennt man. Das sind Soldaten, die seit langer, langer Zeit Einsätze auch durchführen, die komplett illegal sind, die nach eben Völkerrecht verboten sind. Da sind Ländernamen mit involviert. Die tunen Dinge im Ausland seit langen Jahren, die Deutschland komplett leugnen wird. Das sind sehr wenige Soldaten. Wenn man zu denen Kontakt hat und mit denen spricht, hat man genau den Effekt, den man eigentlich immer hat, wenn man mit tatsächlich fronterfahrenen Soldaten spricht. Das sind Menschen, die um jeden Preis Kampfhandlungen vermeiden würden. Das sind unglaublich bedächtige Menschen. Ganz wenige davon gehen in die Medien. Im Kontext dieser Impfskandale der Bundeswehr, wo also mehrere Soldaten sich ja geweigert haben, sich impfen zu lassen, ist unter anderem auch ein Hauptfeldwebel nach außen gekommen, den ich auch in der Sendung haben dürfte, der nicht sagen darf, in welcher Einheit er war. Das begrenzt die möglichen Einheiten auf sehr wenige und Teile der genannten gerade. Und wenn man mit diesen Menschen spricht, diesen Soldaten, die tatsächlich unter Feuer lagen, die schwer verwundet waren, dann hörst du genau diese Einstellung zum Krieg, die all die vertreten, die gerade mahnen und sagen, es darf nicht wahr sein. Und wenn man sich mit solchen Soldaten über jene Personen unterhält, die dort im Gespräch waren, dann zieht es dir im wahrsten Sinne die Schuhe aus. Da sind Menschen mit einem Blindeseile zu Generalen, zu Obristen befördert worden, ohne jede praktische Erfahrung, ausschließlich nach Parteipräferenzen, ausschließlich nach Opportunismus und Servilität. Es ist ein Selektionsverfahren, was komplett dem der Young Global Leader entspricht für das Politwesen. Also vorbei an jeder Praxiserfahrung, vorbei an jeder Rücksichtnahme und an jeder Mahnung, einfach nur aus den politischen Gesichtspunkten der Ausführung. Tatsächlich, wenn man die Bundeswehr selbst von innen erlebt hat, dann kann man sich den Grad des Dilettantismus kaum vorstellen. Es mag für einen Außenstehenden schwer zu verstehen sein, dass da ein General oder zwei Generäle sitzen, per WebEx sprechen und einen Anonymen im Raum dort haben, den sie nicht weiter merken. Ich selbst war mit der Bundeswehr im Auslandseinsatz als Wehrdienstleistender, habe auf meinem Schreibtisch in irgendwie offenstehenden Baracken streng geheime Fernschreiben gefunden, Fotos vom Frontverlauf, damals aus dem Jugoslawienkrieg, und bin damit grinsend zu meinem Stabsoffizier und sagte, das habe ich eben in den Spiegel gefaxt, mach das was, denn man ist gerade bleich geworden, umgefallen und hat es tatsächlich ein paar Sekunden lang geglaubt. Ich habe im Einsatz erlebt, welcher Dilettantismus die Arbeit dieser Armeesimulation prägt. Und ich Der Jugoslawienkrieg, das war 1999, das ist, also zumindest Kosovo-Krieg jetzt, das ist über 20 Jahre her. Also die Probleme sind länger zu existieren. Ich fürchte, diese Männer sind so dumm, wie wir sie da gehört haben. Das ist das Schreckliche. Und meine Hoffnung beruht tatsächlich auf den wenigen, wie eben genannten, praktisch erfahrenen Frontsoldaten, die im Zweifelsfall diejenigen sind, die in den Flugzeugen sitzen. Ich habe im Einsatzgeschwader gedient während des Jugoslawienkrieges. Da kamen Tornados zurück, die hatten Löcher, ungefähr 7 mm groß, unterm Flügel. Die Piloten, die dort ausstiegen, waren kreidebleich. Es tropften Flüssigkeiten aus diesen Flügeln raus. Und offiziell hat Deutschland nie Kampfhandlungen mitgemacht zu dieser Zeit, was damals schon eine Lüge war. Diese Soldaten, bin ich mir ganz sicher, denken nach, bevor sie irgendwelche Bomben abschmeißen. Die wissen, was sie dort tun, aber es sind ganz, ganz wenige. Die Generäle, die diese Telefonate führen, die Oberstleutnante, die das umsetzen, die so etwas Unsägliches quatschen wie, vielleicht fällt das Ding auf einen Kindergarten. Das sind so strunzdumme Handlanger wie Ricarda Lang und Annalena Baerbock, und die würden so etwas durchführen. Leider, leider wurde es nicht durchgestochen aus dem Inneren des Apparates. Ich fürchte tatsächlich, es ist echte Arbeit der Russen. Und die Russen haben ja auch gewartet, bis sie das nun preisgegeben haben. Das ist eine etwas ältere Angelegenheit. Und sie haben es nun taktisch günstig rausgeworfen, als es um Taurus geht, weil sie bestimmt auch ein militärisches Interesse daran haben, dass diese Taurus-Raketen nun eben nicht kommen. Nicht, dass das kriegsentscheidend wäre, aber es verhindert eben tote Russen. Also aus russischer Sicht eine vollkommen vernünftige Nummer. Ich fürchte, wir haben tatsächlich in dieser Bundeswehr nicht das Potenzial für diese Art von Subversion. Ich würde es mir aber auch wünschen. Paul, was ich sagen möchte, ich glaube natürlich auch, dass das Gespräch echt ist, weil so wie es geführt wird, hat man nicht das Gefühl, dass das Schauspieler sind, dass die abgehört werden, sondern die reden. Hm. Ich hoffe nur, dass jemand, der das dann irgendwie weiterschiebt von A nach B, dass der, also ein subversiver Snowden intern sagt, oh, was machen wir da, der aufgewacht ist, weil er unsere Sendung gesehen hat, ich weiß es, wünsche ich mir. Ich selbst war ja auch bei der Bundeswehr und ich kann nur sagen, mir ist das ja auch passiert, dass da Leute ständig, ich weiß noch zu meiner Wehrzeit, ich war bei der Artillerie, hat man immer gegen Rotland gekämpft, ist immer so. Und dann haben die sich gegenseitig, die haben zum Teil in Grün geheiratet in der Kaserne und die haben sich dann immer Bücher geschenkt, deutsche Panzer, wo ich immer dachte, wo bin ich hier eigentlich und so, aber das waren so die untere Chargen. Ich will einfach nicht glauben, dass Leute mit dem Dienstgrad und dem Zugriff auf diese Waffensysteme, dass die so hohle Nüsse sind, wie du das hier gerade beschreibst. Das wünsche ich mir auch, wo ich denke, das ist ja, die haben dann, denen sagt man, hast du nicht Bock am Wochenende auf nukleare Teilhabe? Ja. Ich will das auch nicht glauben, weil ich würde denken,
dann ist das ist ja dann praktisch, dann, da brauche ich ja gar keine Feinde mehr im Inneren, da reichen mir eigentlich die. So, weil es ja klar, ich muss mir doch als Offizier überlegen, wenn ich jemanden angreife, dann wird der zurückschlagen. Sage ich auch allen immer, die Waffen liefern, einem Kiesewetter und Co. Hör zu, ich bin einfach mal nach in die Ukraine, dort, wo die Artillerie ist, abfeuern und dann warten, bis Zurückbeschuss kommt. Erst dann weißt du, was Krieg ist. Abschießen mag ein lustiges Jungsspiel sein. Boom, macht laut, kostet Geld und so. Aber dann kommt dir was zurück. Ich will mir das einfach nicht vorstellen, dass das die Spitze der Bundeswehr ist. Ich wünschte, wenn es, dass das höchstens die Ausnahme ist. Aber wenn die Ausnahme in der Lage ist, einen dritten Weltkrieg mit den Russen vom Zaun zu brechen, in dem dann zufälligerweise eine dieser Raketen, die für die Kertschbrücke gedacht war, dann leider den Kreml treffen und so weiter, während eine Buchmesse ist, habe ich alles schon erlebt, Buchmesse auf dem Kreml, dann glaube ich nicht, dass man in Russland sagen würde, naja, das sind die Deutschen, sind eigentlich ganz okay. Das würde zu einem, das würde zum Dritten Weltkrieg führen. Ich weiß nicht, ob den, und wenn das ist, wahr ist, was du sagst, dass das eigentlich so ein guter Durchschnitt an Verblödung ist, dann mache ich mir ernsthaft Sorgen und da weiß ich dann auch nicht, in welches Land ich umziehen soll. Ivan, es sind ja Soldaten, die, also wenn du in diese Ränge vorsteigst, musst du ja den sogenannten Generalstabslehrgang der Bundeswehr mitmachen. Die tragen dann also, wenn sie Oberst oder Major werden, ab Major, sogenannter Stabsoffizier, sind sie dann IG im Generalstab. Das sind die, die sozusagen vorbereitet werden für den Generalsdienst. Ein zweijähriger Lehrgang an der sogenannten Führungsakademie der Bundeswehr, auf den sich die Absolventen unglaublich viel einbilden. Das wird im amerikanischen Stil inszeniert mit Abschlussfeiern und Klassenfotos und allen möglichen Dingen, wo sie zwei Jahre lang in Militärdoktrin gebrieft werden. Teil dieses Vorganges ist eben auch eine ganz enge Einbindung in die amerikanischen NATO-Strukturen, letztlich eine Art Eingruppierung in die amerikanischen Befehlsstrukturen. Und es ist ja völlig klar, dass diese Soldaten letztlich immer nur auf Anweisung der USA handeln und Erfüllungsgehilfen dieser USA sind. Das Entscheidende ist, und deswegen ist es interessant, dass du gerade sagtest, diese etwas, also wenn wir mal einfach strukturierten, die in Grün heiraten, die sind tatsächlich die, auf die ich noch die meiste Hoffnung setze, muss ich dir ehrlich sagen. Das mögen vielleicht einfach strukturierte Leute sein. Menschen, die aus irgendwelchen wilden, teilweise echt vielleicht ein bisschen zweifelhaften Motiven dahingehen, aber die haben tatsächlich einen Bezug zu dem Tötungshandwerk, das sie da erlernen und praktizieren. Die werden reifer mit der Zeit, die erleben echte Einsätze, die erleben Kämpfe, die erleben Beschuss, Bedrohung. Und nach meiner Wahrnehmung war es eigentlich immer so, dass Soldaten, die das erlebt haben, plötzlich einige Köpfe kleiner wurden und sehr viel ruhiger wurden und sehr viel bedächtiger wurden. Das ist nichts, was ich jemandem wünsche und ich predige hier nichts von der Mannesbildung durch Krieg oder ähnlichen Unsinn. Ich sage nur, wer das erlebt hat, durchlitten hat, der ist sehr zurückhaltend, vorsichtig und realistischer geworden, vor allem wenn er Familie hat. Die anderen, diese Stabsoffiziere, die meist durch nach politischen Verwendungen, du musst dir mal so einen typischen Karriereverlauf eines höheren Stabsoffiziers anschauen. Das sind immer sehr kurze Einsätze an irgendwelchen Funktionsstellen, wo sie mal 6 Monate hier waren und irgendwo nominal etwas führten. Dann sind sie 6 Monate dorthin gekommen. Ein großer Teil davon sind Politeinsätze im Ministerium, in irgendwelchen Ministerstäben, in irgendwelchen Staatssekretärsstäben. Das sind Berufspolitiker. Berufspolitiker mit ganz wenig bis gar keiner praktischen Erfahrung, die sehr stark international ausgetauscht wurden und letztlich Politoffiziere sind. Die sollen Gehorsam sichern gegenüber dem alliierten Befehlsgeber. Und meine Hoffnung ruht tatsächlich auf den noch verbliebenen echten Soldaten, die sich im Zweifelsfall einem solchen Befehl verweigern würden. Denn ich bin gar nicht sicher, die deutsche Generalität wird es machen. Dieter. Also ich wünsche dir letztes Wort. Ich würde mir immer wünschen, dass... Gib mir auch eine Chance. Von Generälen sprechen, dass sie einem geistigen Horizont, einem Kujat entsprechen. Das ist das, was ich mir wünsche. Ja, natürlich. Dem schließe ich mich an. Dem schließe ich mich. Also Kujat ist endlich dran. Kujat ist old school und da sind wir ja alle einig. Stimmt, Kujat, der war ja da auch in, der war ja auch, ich weiß jetzt nicht, welche Posten er da genau inne hatte, aber der war ja einer der führenden Bundeswehrgeneräle, den es da gab. Und eigentlich stellt man sich, wenn man da an den Generalstab denkt, eher solche Leute wie den Kujat vor, jetzt vielleicht mit einer sehr viel prowestlicheren, sehr viel aggressiveren Einstellung, aber vom Wissensstand und vom strategischen Blick her eigentlich Leute, die sich zumindest auf diesem Niveau bewegen. Das ist das Denken, das sich Paul und Kevan wünschen. Ich halte es für abenteuerlich, die Bundeswehr oder einen Kriegsverlauf mit Einschluss der Bundeswehr zum Handwerk einer Gurkentruppe zu erklären. Ich halte das für eine Verniedlichung. Stell dir vor, du sitzt im Pentagon, Kevan, und planst, die Deutschen möglichst in einen Krieg reinzuführen, der beide Wirtschaften schädigt, am Ende auch die chinesische Wirtschaft. Das ist ja der Megaplan. Dann müsstest du ja eine aktive Intelligenz voraussetzen von jemand, der jetzt diesem Pentagon-Planspiel entgegentritt, und zwar gezielt und intelligent entgegentritt.
Und diese Intelligenz sehen wir alle wahrscheinlich nicht, aber die Entscheidung wird gar nicht in Berlin getroffen. Das hast du ja auch anklingen lassen, Paul und Kevan, habt ihr ja anklingen lassen. Das Problem bei der Geschichte ist, ich habe mir die Rede von Putin, die zwei entscheidenden Stellen, genau angehört. Er hat nicht gesagt, dann werden wir atomar antworten. So hat darauf hingewiesen, dass in einer Zuspitzung und der Einschluss von künstlicher Intelligenz eine entsprechend atomare Waffe starten kann, wie das ja schon mal während des Kalten Krieges, als es noch die Sowjetunion gab, gewesen ist. Und dass daraus ein atomarer Weltkrieg oder ein atomarer Krieg entstehen könnte, das ist seine Warnung. Das wurde dann in westlichen Medien so umgedreht, Putin droht uns mit Atomwaffen, und dann wurde verharmlosend von den Granden von SPD, CDU und Grünen erklärt, lasst euch doch von Putin nicht blöffen. Als ob sie ihn dahin drängen wollen, zu beweisen, dass er gar nicht geblufft hat, sondern mal Butter bei die Fische gibt und vielleicht mal zeigt, was er will. Und dann hat man ihn vielleicht noch mal auf der Anklagebank wegen eines atomaren Einsatzes. Aber genau das hat er nicht gesagt. Da war er klug genug. Das Grundproblem bei dieser ganzen Geschichte ist, hier sitzen Deutsche, meinetwegen Dummbeutel, planen so etwas, meinetwegen naiv. Aber oben drüber ist eine Planung, die die deutsche Wirtschaft weiter ruinieren möchte. Natürlich. Und das die, genau. Und dass diesen Konflikt auf dem Rücken von Ukrainern, Russen und Deutschen und Europäern austragen möchte. Ganz klar. Und die sind raffiniert genug, um in diese Lücken reinzustoßen. Deswegen ist für mich gar nicht so wichtig. Ich würde die, ob das eine Gurkentruppe ist. Das ist natürlich eine Söldnertruppe. Das sind auch hochqualifizierte Leute. Es wird mit KI, es wird mit Drohnen und es wird mit sehr sensibel abgestimmten Angriffssystemen gearbeitet, die sich eben auch, das ist das Wesen der KI, verselbstständigen können. Das ist die Gefahr. Deswegen muss man schon Angst haben und sollte nicht einfach sagen, so Gurkentruppe schaffen die nicht. Die sind in der Lage, durchaus etwas zustande zu bringen, bei dem ein Teil Russlands verwüstet ist und ein Teil Europa, des Rest Europas verwüstet ist. Ja, ja, absolut, völlig unstrittig. Aber die Gurkentruppe schließt sich da ja nicht aus. Ja, das macht es ja noch gefährlicher. Also wenn das eine Truppe ist, die solche Leute an der Spitze stehen und die Zugriff auf Atomwaffen hat. Ich meine, die amerikanischen Atomwaffen, die liegen ja in der nuklearen Teilhabe. Dann macht es das Ganze noch viel gefährlicher, als wenn das Leute wären, die sich dieser Gefahr bewusst wären. Ich habe auch nicht gemeint, dass es eine Harmlosigkeit wäre, die da durch diese Inkompetenz zu stellen. Ja, das Wort Gurkentruppe hat, das Wort Gurkentruppe ist, hat eine Konnotation von etwas. Also Gurke klingt für mich schon ein bisschen nach Harmlosigkeit. Nein, Dieter, wenn du einem fürchterlichen Trottel eine schwere Waffe in die Hand gibst, kann schreckliches Leid entstehen. Das ist ja gerade das Schlimme. Wir haben ja hier nicht irgendeine Armee, die mit Spielzeugpistolen ausgerüstet ist. Wir haben eine Armee, die definitiv technisch auf einem Stand ist, nicht vergleichbar mit anderen üblichen westlichen Armeen, aber mit schweren konventionellen Waffen, mit so etwas wie Taurus, mit Kampfflugzeugen und auch mit Artillerie, die... Ja, die deutsche Rüstungsindustrie ist weltweit gefragt, also... Die Generäle haben ja ziemlich genau darüber geredet, was die Taurus kann, was andere Raketen nicht können. Beispielsweise ganz präzise Russland angreifen, beispielsweise Ministerien oder Kommandozentralen. Die extrem Schaden anrichten kann und die vor allem dazu führen kann und offensichtlich auch irgendwie soll, den Eindruck hat man, dass Deutschland verwickelt wird als aktiver Kombattant in diese Kampfhandlung. Darin besteht die Gefahr. Das ist übrigens nach Auskunft des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages, in dem Moment, wo das Training an der Waffe und die Lieferung derselben Waffe aus einem Land kommt, aktiver Kombattant als Kriegsbeteiligter. Eins von beiden reicht da nicht aus, beides zusammen. Ja. Man muss ja sagen, viele der ukrainischen Special Forces, die in der Ukraine kämpfen, wurden in Deutschland ja auch ausgebildet. Schon das ist für mich so absolut absurd. Wenn man das einfach mal vergleicht, dass im Iran... Vier CIA-Zentren. Genau, und aber ganz wichtig, natürlich bekommen die dann die Satellitendaten aus den Vereinigten Staaten. Das ist ja vollkommen klar. Das heißt, dass die so doof sind, dass sie an ihrem eigenen Selbstmordkommando teilnehmen, ohne zu erkennen, dass es ein Selbstmordkommando ist. Weil sie immer noch denken, das können sie auch, unser Freund wird uns ja nicht aufs Schlachtfeld schicken. Wir sind Interessen und die Interessen werden jetzt geopfert für ein höheres Interesse. Das ist das, wo ich immer denke, ich will mir nicht vorstellen, dass ein General so doof ist. Doch, verstehe ich, richtig. Aber es sind sie. Sie sind es. Es ist wirklich erschreckend. Ich muss dir zugeben, ich kenne Stabsoffiziere in der Bundeswehr, die ich für hochgradig differenziert halte, die sehr intelligent sind. Du hast ja den Schönbach
mir vorgestellt, du hast ihn ja deine Sendung gehabt, ich habe ihn bei mir auch drin gehabt, das ist ja ein differenziert denkender Mensch. Ich nenne ausdrücklich keine Namen, ich habe jetzt in diesem Fall auch nicht Herrn Schönbach gemeint und ich würde nicht so weit gehen, diese Damen und Herren irgendwie zu outen, das führt auch nur zu Schaden, den sie da kriegen. Aber will sagen... Naja, der Schönbach war ja jetzt anscheinend in zwei Sendungen drin, also... Ich kenne auf allen Ebenen der Stabsoffiziere und auch der regulären Offiziere der Mannschaften und auch vor allem der Unteroffiziere hochgradig vernünftige Menschen, bei denen ich sogar davon ausgehe, dass sie sich im Zweifelsfall einen solchen Befehl verweigern würden und so etwas nicht mitmachen würden. Aber diese Klopsköppe, die wir dort gehört haben im Telefon, die sind eben in der Lage, katastrophalen Schaden anzuhören. Er hat ja selbst das Stichwort gegeben. Man stelle sich einmal vor, so eine Truppe schießt nun eine Taurus-Rakete auf ein selbst militärisches Ziel in Russland und sie fällt tatsächlich auf ein ziviles Ziel. Nur als Beispiel. Dann mag es mag wenige Tote geben, es mag ein begrenzter Schaden sein. Aber dieser Akt natürlich würde allein in Russland, im russischen Volk, eine solche Aggression, eine Wut auslösen, dass die Russen selbstverständlich geneigt wären, aus innenpolitischen Gründen dann zurückzuschlagen. Also meine Angst besteht nach wie vor nicht in einer atomaren Auseinandersetzung, sondern die konventionelle reicht vollkommen. Das, was diese Truppe anrichten kann, durch Verwicklung Deutschlands in einen konventionellen Krieg, ist katastrophal. Und mir hat dieses Abgeordnete-Telefonat erheblich Angst gemacht. Man muss doch auch bedenken, die Russen haben das jetzt seit Monaten. Die wissen das seit Monaten, dass es genau so ist. Sie legen jetzt die Karte auf den Tisch und verbinden das mit der ganz klaren Ansage. Das ist eine konkrete Kampfvorbereitungshandlung. Das wird ganz konkret, so haben sie es formuliert, ganz konkret, als Kampfhandlungseinstieg dann gewertet. Letzte Warnung. Wenn so etwas dann passiert, ist es mit Ansage geschehen. Und in der Tat halte ich das für brandgefährlich. Und ich meine... Ja, ich bin der Meinung, dass Russland immer noch rational genug sein wird, um NATO-Territorium nicht anzugreifen. Also, zumal Russland diesen Krieg in der Ukraine gerade gewinnt. Also, warum sollte Russland jetzt noch weiter eskalieren, wenn es auf der aktuellen Eskalationsstufe schon dabei ist, diesen Krieg für sich zu entscheiden? Also, das würde keinen Sinn ergeben. Zumal Russland ja nicht, also die russische Regierung nicht so verrückt ist, wie sie hier in den Medien dargestellt wird. Gruppengruppe, keinesfalls verharmlosend. Übrigens nur, und dann kommt ausgerechnet Herr Merz und die CDU-Opposition und wirft dem Kanzler vor, dass er ein militärisches Geheimnis ausgeplaudert hätte, dass nämlich auch die Taurus von britischem Militärpersonal bedient werden könnte und man damit ja vorübergehend einen Umgehungstatbestand hätte. Also das muss man sich vorstellen. Statt den Tatbestand, Deutschland soll in einen Krieg hineingebracht werden, zu skandalisieren, wird der Kanzler skandalisiert, weil er die Taurus nicht liefern möchte. Und die Täter gedeckt. Entschuldigung, Pistorius dazu, Herr Kriegsminister, hat dazu auch noch ausgeschlossen, dass diese Art von Inkompetenz irgendeine personelle Konsequenz haben kann. Ist zwar persönliches Fehlverhalten, aber das kommt halt leider vor. Wir haben fast einen Krieg ausgelöst, macht Frau Baerbock ja auch. Also, hinter dem Rücken von Politikern, die eigentlich in der Demokratie darüber entscheiden sollten, was geliefert wird und was nicht, beraten Generäle darüber, wie man dem jetzt die Lieferung von bestimmten Waffen schmackhaft machen könnte und wie man ja die Lieferung dieser Waffen eben so bewerkstelligen könnte, dass es nicht nach direkter Kriegsbeteiligung aussähe. Also sie spinnen einfach mal wild drauf los irgendwelche Pläne, die nicht der offiziellen Agenda der Bundesregierung entsprechen. Also jede Regierung mit ein bisschen Autorität im eigenen Militär hätte all diese Generäle sofort abgesetzt und durch andere ersetzt. Und wahrscheinlich noch ein Strafverfahren wegen Vorbereitung eines Krieges hinterhergeschickt. Also, beziehungsweise das ist ja keine Sache der Regierung, das ist ja eine Sache der Justiz. Aber ich bezweifle, dass da irgendetwas kommt. Die deutsche Justiz ist ja bei der Verfolgung von irgendwelchen Straftaten in Bezug auf Angriffskriege nicht sonderlich hinterher. Das haben wir auch schon in vergangenen Angriffskriegen, an denen Deutschland beteiligt waren, gesehen. Also sei es Jugoslawien oder sei es Afghanistan. Ja, er wird da nicht seine besten Leute feuern, das sind seine besten Leute, weil das würde der Herr Putin sich ja die Finger reiben. Was ich aber dazu nochmal sagen möchte, weil wir gesagt haben, Menschen, die Kriegserfahrung haben, in die Politik gehen oder so, die sind besonnener. Erstens, wir sehen, es gab ja die Zeit, nachdem, wo Briten und auch Israelis versucht haben zu vermitteln, bevor dieser Krieg entsteht, kann man sich fragen, warum eigentlich? Und dann wurde es von den Briten verhindert. Aber die Israelis waren tatsächlich interessiert, das zu tun. Die Türken haben es vermittelt. Die Briten haben es verhindert. Aber die Israelis waren interessiert. Warum eigentlich? Die Israelis haben auch ein Dokument erarbeitet.
Na, aber warum ist die Frage, warum haben die Israelis Interesse, dass da in der Ukraine, dass da ja nicht so viel passiert? So, jetzt haben die, das ist jetzt doch so, jetzt sind sie aber auch, was ich nach meinen Informationen angeht, auch beratend, militärisch beratend da. Auf der anderen Seite muss man sagen, wenn man sagt, okay, jemand, der kampferfahren ist, der wird ja jede Art von Krieg vermeiden. Wenn man sich das israelische, die israelische Politik anguckt, wesentliche Teile, also alle müssen zur Armee gehen, ist ganz klar, alle sind mehr oder weniger in einer Zeit immer irgendwo kampferfahren, weil immer knallt es irgendwo. Und wenn man dann sieht, was die später in der Politik machen, Operation Gaza, ist das jetzt nicht so, dass man das Gefühl hat, naja, die gehen dem Konflikt aus dem Weg, sondern die hauen da voll drauf. Wahrscheinlich, weil sie sagen, das können wir nur gewinnen. Das ist ja so, das ist ja auch klar. Ich meine, die Palästinenser haben keine Armee. Aber was ich sagen möchte, ist, es schützt also nicht, wenn jemand Fronterfahrung hat und weiß, wie brutal Krieg ist, dass er dann besonnen handelt, sondern es kann auch dazu führen, dass man sagt, überhebt zur Überhöhlichkeit, wir sagen, uns kann es gar nicht passieren, wir sind bis an die Zähne bewaffnet, die anderen machen wir platt. Ich möchte mit euch gerne mal diskutieren, was würde es bedeuten, weil die Russen wissen schon lange und sind natürlich vorbereitet entsprechend, ja, also sie haben nachgeladen, entsichert würde ich jetzt mal, ist, was würde es bedeuten, wenn tatsächlich der ein oder andere verirrte Marschflugkörper, der von Deutschland geliefert wurde und dann eben über Briten, Israelis oder Amerikanern so geschult würde, dass der dumme Ukrainische nur noch auf diesen Knopf drücken muss, ja, so. Was würde passieren, wenn das tatsächlich Schaden anrichten würde und eine solche Rakete irgendwo in einem russischen Ziel einschlagen würde? Wie würde der Russe darauf reagieren? Da würde ich gerne mal wissen, was denkt ihr, was würde der machen? Gäbe es eine Pressekonferenz und der Putin wäre böse oder würde seine Diplomaten abziehen aus Deutschland oder würde noch was anderes passieren? Ja, Dieter, du unbedingt zuerst. Also ich halte den Putin nach dem Auftritt 2001 im Bundestag, ich habe ihn lange beobachtet, habe auch verschiedene Bücher über ihn gelesen, für so beherrscht, das mag jetzt fast wie ein Weichei klingen, dass er selbst dann noch versuchen würde, die Spirale der Eskalation anzuhalten. Ich meine, es ist ein Teil der Kritik von rechts an Putin, er sei der letzte Deutsche im Kreml. Und jetzt kandidiert er wieder, da sind die ja auch auf der Rechten nicht so ganz froh drüber. Sie hätten da gerne von sich einen aufgebaut. Also ich weiß, was in deiner Frage drin liegt, Kevan, und ich finde da auch die Dramatik, die du da sozusagen unter die Frage baust, völlig berechtigt. Aber es wird selbst dann noch versucht werden, die Eskalation zu verhindern. Es ist übrigens eine Kritik von rechts an Putin, auch jetzt teilweise im Wahlkampf in Russland, dass er zu spät in die Ukraine einmarschiert ist. Aber noch mal konkret, also lass ja, aber die Frage kann ich beantworten. Die Folgen für ukrainische Kriegsverbrechen oder auch nur versehentliche Angriffe auf zivile Ziele, die hätte die Ukraine zu tragen. Folgen, die hätten wahrscheinlich nicht wir Deutschen zu tragen. Also wahrscheinlich würde es dann im Gegenzug Angriffe auf ukrainische Kommandozentralen, auf vielleicht auch auf zivile Ziele in der Ukraine geben. Also es ist, wie gesagt, ich halte das für so gut wie ausgeschlossen, dass Russland absichtlich NATO-Territorium angreift. Also ein Unfall, dass eine Rakete sich verirrt, der kann immer passieren. Und das macht die ganze Situation in der Ukraine auch so gefährlich. Aber Russland wird nicht absichtlich die NATO angreifen. Also das halte ich für so gut wie ausgeschlossen. Also konkret werden, damit Leute sich das vorstellen. Würde, wenn der Kreml beschossen werden würde, der Kreml würde eine Rakete treffen, das wäre ein Symbol, würde es eine Hyperschallrakete auf den Reichstag geben oder aber würde... Nee, es würde Hyperschallraketen auf das Stadtzentrum von Kiew geben, sehr wahrscheinlich. Also es würde direkte Angriffe auf die ukrainische Führung geben. Also Russland wird versuchen, diesen Krieg auf die Ukraine begrenzt zu halten, weil es eben selber kein Interesse an einem atomaren Inferno hat. Wird es Treffer geben in Rammstein, in Büchel und Afrikon. Es kommt darauf an, glaube ich. Ich stimme Dieter zu. Putin ist definitiv beherrscht. Der Mann ist KGB-Chef in Dresden gewesen. Und das ist nun kein Geheimdienst, der besonders zimperlich war. Ich halte Putin für einen absoluten Machtmenschen. Ich halte ihn auch für kalt in allen Auftritten, die ich erlebe, für eiskalt. Ich traue ihm zu, über Leichen zu gehen, jederzeit im wörtlichen Sinne. Wir erleben ja auch, was er offenkundig mit der Opposition im eigenen Land macht. Sicherlich kein Mensch, der von humanitären Dingen geleitet ist. Aber ein eiskalter Machttaktiker ist er. Ich glaube, er ist
ist, erhaben über Dinge, die vielleicht Donald Trump im Weg liegen. Ich glaube nicht, dass Putin das Bedürfnis hat, sich beim persönlichen Auftritt als der große Macker zu inszenieren. Aber letztlich ist er so kalter Machtstratege, dass er dem innenpolitischen Notwendigkeitsdruck folgt. Wenn Putin das Gefühl hat, dass er in irgendeiner Weise handeln muss, um seine innenpolitische Position zu stabilisieren, weil er ansonsten innenpolitisch als schwach gilt und wenn man ihm irgendwie gefährden würde, dann wird er handeln. Und dann wird er auch handeln, ohne jede Angst vor irgendeiner deutschen Reaktion darauf. Ich glaube nicht, dass er aus reinem Dafke und aus reiner persönlicher Unbeherrschtheit irgendwie zum Gegenschlag ausholt. Es hängt dann sehr davon ab, glaube ich, welche Reaktion dieser deutsche Treffer in der russischen Bevölkerung auslösen würde. Wenn die überwiegende Darstellung wäre oder die Wahrnehmung, ob das war ein Fehler, die Deutschen leiden darunter, wird es eher klein ausfallen. Wenn das so aussieht, dass die Deutschen nun wieder Russland angreifen, dann kann das zu absoluter Härte führen, weil ich glaube, er wird sich dort nicht leiten lassen. Ja, aber ich vermute, dass diese Härte die Ukraine zu tragen haben wird und nicht wir hier auf NATO-Territorium. Davon kann man, glaube ich, schon ausgehen. Also wie gesagt, es ist aus russischer Sicht völlig irrational, den Krieg jetzt weiter zu eskalieren. Aus russischer Sicht ist es rational, ihn jetzt in der Intensität, wie er gerade geführt wird, weiterzuführen und weiter vorzurücken und der Ukraine dann irgendwann, wenn sich das Regime in Kiew zu Verhandlungen bereit erklärt, die eigenen Friedensbedingungen aufzudiktieren. Weil die Ukraine nichts mehr zu verhandeln hat. Also die Ukraine kann doch versuchen, einen Kompromiss rauszuholen, der ihr ein gewisses Maß an Souveränität lässt, aber irgendwelche Ansprüche auf Rückeroberung, die wird die Ukraine nicht stellen können. Die Ukraine kann froh sein, wenn Russland nicht über die bisherigen Annexionen hinausgeht. Lassen von irgendeiner Rücksichtnahme auf das arme Deutschland. Man muss ja auch sehen, dass wenn er gar nicht reagieren würde, dass es dann innenpolitisch so aussieht, das beleidigt auch die Russen nach dem Motto, man kann uns demütigen die ganze Zeit und unser Präsident tut überhaupt nichts. Aber die Frage ist konkret, was glaubt ihr? Also angenommen, es gibt einen Treffer im Kreml mit vielen zivilen Toten oder ein Munitionslager in den Hinterzimmern, weit im Russland wird angegriffen nach dem Motto, wir sind jetzt, vielleicht kommt die nächste Rakete. Unser Präsident sagt, ja, hoffentlich nicht, aber das tun sie skrupellos und die Deutschen sind Marionetten, das heißt, die Amerikaner führen einen Stellvertreterkrieg. Wie würde das aussehen? Wird es Raketen nur auf die Basis in Deutschland geben oder wird man auch mal über Alaska gehen? Wie wird das aussehen? Würden Iraner mit einsteigen? Wie wird das? Es gibt ja eine Dynamik. Was würde passieren? Meine Hoffnung ist tatsächlich, dass die Deutschen es nicht schaffen, eine Rakete bis Russland zu bringen. Ja, nein, also Paul, lass uns einfach, ich finde manchmal ist es gut, eine Frage mit ihrer Dramatik und ihrer Wirkung bei unseren Zuschauern so stehen zu lassen. Ich will es nicht beantworten. Es ist spekulativ, aber dass es spekulativ ist, sollte schon in die Zimmer derjenigen oder in die sonstigen Räumlichkeiten derjenigen, die jetzt unsere Sendung sehen, eine gewisse Nachdenk- und möglicherweise auch Aktivitätsleistung ein. Aber Dieter, was ich immer sagen möchte, ist, ich habe mich mit vielen Leuten unterhalten, die sich mit klassischer Infrastruktur auskennen, dass wir gar keine Atombomben brauchen. Also wenn ich auch höre, dass Macron ja nochmal nachgelegt hat, das, was er da gesagt hat mit Bodentruppen und so weiter, dass er durchaus ernst gemeint ist, natürlich klar, dass das abgesprochen ist. Würde ein solcher Treffer, der dann beantwortet würde, Macron Wind in die Mühlen nach dem Motto, jetzt seht ihr, wir brauchen die Bodentruppen. Also nachdem man jemanden ins Gesicht geschlagen hat, der schlägt so, ich wusste doch, dass er aggressiv ist. Ich möchte darauf hinweisen, die Wiederaufbereitungsanlage La Hague, dort lagern 90 Tonnen Plutonium. Ein Treffer dort und die Welt ist unbewohnbar. Das kannst du nicht schützen. Mit einem solchen Land Krieg zu führen, während man gleichzeitig sagt, der Mann ist wahnsinnig, was natürlich voraussetzt, man muss dann ja mit ihm reden, weil er ja wahnsinnig ist, aber das trotzdem billigend in Kauf nehmen, dass er dann vernünftig sei, das ist für mich so verrückt. Und da bin ich bei Reinhard Grebe, er hat in einem seiner Lieder ja gesungen, 70 Jahre Frieden sind so viel. Ist das tatsächlich so? Dass Menschen, und das sagt der Gustave Le Bon, die Erfahrung des Krieges offensichtlich nicht tatsächlich weitergeben können, sondern die letzte Generation weggestorben ist, die damit irgendwie noch zu tun hatte, weil Großvater noch versehrt war, da musste diese Erfahrung neu machen. Und was bedeutet das, wenn wir uns mit Einstein dahingehend auseinandersetzen, dass er gesagt hat, die Atombombe hat alles verändert, nur nicht das menschliche Denken und damit auch nicht das menschliche Handeln. Was bedeutet das? Ja, und die Frage müssen wir tatsächlich so stehen lassen, schon aus zeitlichen Gründen, und sie wird uns weiter verfolgen. Das sehe ich wohl auch so. Denn Dieter, es gibt in dieser Woche noch etwas, das erstaunlicherweise recht schlagartig aufgepoppt ist. Ich frage mich... Ja, damit sind wir beim nächsten Thema, aber das ist alles sehr, sehr besorgniserregend. Sowohl dieser Taurus-Leak, dann die mediale Berichterstattung und völlige Folgenlosigkeit all dessen. Also in Russland hat das ja durchaus heftige Reaktionen hervorgerufen. Warum in Deutschland nicht? Wieso redet man in Deutschland nur darüber, dass der Russe es jetzt geschafft hat, uns abzuhören? Also es ist ja alles ziemlich, ziemlich besorgniserregend, aber das gilt für die außenpolitische Entwicklung dieses Landes in den letzten 2 Jahren in sehr
starken Maße. Kommen wir nun zum Beitrag von Dieter Dehm. Er hat eine interessante Schlagzeile, nämlich die RAF 3 will die Ampel deportieren. Naja, das ist wahrscheinlich bezogen auf diese neu aufgetauchte linksradikale Gruppe, die einen Anschlag aufs Tesla-Werk vollzogen hat. Aber ich bin gespannt. Ich habe mir die Sendung wie üblich nicht angeschaut. Deswegen bin ich selber gespannt, was Dieter Dehm uns jetzt mitzuteilen hat. Mich, wie es sein kann, dass plötzlich nach ganz, ganz vielen Jahrzehnten ein RAF-Mitglied wiedergefunden wird, wenn es so praktisch in den Kalender passt und gleichzeitig dann der Anschlag auf eine Fabrik bei Berlin passiert, die als erste grüne RAF-Aktion dann geframed wird. Du sagst, RAF 3 wollte die Ampel deportieren. Ja, das ist natürlich ein satirischer Satz und ich bin eigentlich auch gar nicht traurig drüber, dass ich jetzt am Ende mich ein bisschen kürzer fasse, weil ich die Diskussion eben für doch zentraler halte als das, was jetzt meine Schlagzeile anbetrifft. Vielleicht noch ein kleiner Nachschlag. Ich habe einen lustigen Satz gelesen. Frau Baerbock ist zwar für Propaganda zuständig, sie hat keinen Klumpfuß, aber sie hinkt dennoch ihrer Zeit hinterher. Fand ich ein ganz hübsches Bonmot. Will ich nicht darauf verzichten, manchmal ist es besser, einen guten Freund zu verlieren, als eine gute Pointe. Also am 27. Februar, einen Tag nach der Festnahme von Daniela Klette, hat der Deutschlandfunk den ganzen Fake News, die da um Reichsbürger und Umsturzpläne und die Waffen, die in den Rollatoren versteckt waren, noch eine Krone aufgesetzt mit der Formulierung in die aktive Zeit, man lasse sich die Formulierung auf dem Hirne zergehen, in die aktive Zeit der dritten Generation der RAF fällt die Ermordung von Alfred Herrhausen und Detlef Rohwedder. Hier wird nicht gesagt, die haben die ermordet, sondern die aktive Zeit, was bei, ich sag mal, 95% aller Zuhörer des Deutschlandfunks so ankommt, die haben die ermordet. Wie war das ganze Ding abgelaufen? Ein Kesra Beros, das ist ein Mann, der bei der ARD einen Podcast unterhält mit der Eigenwerbung. Es seien ihm nicht um Hot Takes gegangen, sondern um Deep Dives, also um der hat also einen Anruf bekommen von jemand, der auf einer Party war, bei der auch Daniela Klette war, und die soll ganz stolz in dieser Party ihr Fahndungsfoto hochgehalten haben und gesagt haben, das bin ich. Und dann hat er dieses Fahndungsfoto von ihr auch bereitwillig in die Hand bekommen, das dann diesem Kesra Beros von der ARD übergeben, und der hat, oh Wunder, dann einen Zufallstreffer gelandet, denn es war zufälligerweise auch gerade Bellingcat in der Nähe. Das ist ein US-Spionageunternehmen, was gleich auch einen Gesichtsfahndungsabgleich hat vornehmen können. Und somit ist es dann dazu gekommen, dass dann im Tagesspitzel der Sicherheitsexperte Frank Jensen vermelden konnte in der Newsletter-Zeitung Checkpoint, dass diese Verhaftung auch dazu führt, dass die Rote Hilfe, das ist nun was ganz anderes als Frau Klette, dass die Rote Hilfe wohl die ganze Zeit diejenige war, die die Frau Klette geschützt und in diesem Bauwagen unter fürstlichen Umständen hat ihr Bonzen-Dasein dann leben lassen. Ich meine, nehmen wir nur die war, glaube ich, nicht im Bauwagen. Die hatte die Wohnung in Kreuzberg in der 5. Etage, die Frau Klette. Ich habe auch gelesen, sie wäre auch dabei. Ist auch wirklich nicht so ganz entscheidend. Entscheidend ist jedenfalls, dass sie dann wohl zwei Leute verhaftet haben, die dann wieder freilassen mussten, weil das nicht die beiden waren. Aber die Formulierung, der möchte ich gerne mal auf die Spur kommen, in einer Zeit, in der man eben sowohl die Reichsbürger als auch dann Frau Klette, in deren Schrank man umsturzfähige Waffen, die Ampel jederzeit mit einer Massendeportation überzogen hätte, also Waffen, mit denen man eben dann sofort Frau Baerbock und Herrn Habeck und Herrn Lauterbach und Herrn Pistorius sofort hätte in eine Massendeportation bringen können. Diese Waffen sind also gefunden worden von Frau Klette. Und dann kommt jetzt diese Vulkantruppe, die offensichtlich auch eine neue linksterroristische Bedrohung der Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland darstellt. Das alles in einer Zeit, in der wir wirklich bedroht sind, wie die eben geführte Diskussion, glaube ich, ganz gut zeigt. Ich will nur zum Abschluss zwei Anmerkungen sagen zu der Ermordung von Herrhausen. Die ist direkt bei mir vor der Haustür passiert. Ich lebte damals in Bad Homburg am 30.11.89. Das war also für damalige Verhältnisse hochqualifizierte Sprengfalle, mit der sein für solche Anschläge vorbereitetes gepanzertes Auto in die Luft gejagt wurde, Alfred Herrhausen. Und das soll damals Hand in Hand, die Stasi, die war schon aufgelöst, 1989, also am 30. November,
mit dieser dritten Generation der RAF vollzogen haben. Alfred Herrhausen war derjenige, der die dritte Welt entschulden wollte. Der einzige Chef der Deutschen Bank, dem man sowas wie ein menschliches Gesicht hat unterstellen können. Jemand, der Reformpläne für den Finanzmarkt hatte, bestimmte Einschränkungen für Investitionsbanken und Tätigkeiten entsprechend hatte. Und ausgerechnet der soll von der Stasi in einem Zeitpunkt, als die Stasi gerade die letzten 3-4 Monate darüber geredet hat, wie der Stasi-Oberst X seine Yacht, die er irgendwo in der Ostsee hatte, retten konnte vor den Bürgerrechtlern, und der Stasi-Oberst Y sagt, ach, sag mir doch mal, wie kann ich denn das machen? Ich habe auch ein Auto noch irgendwo, wie kann ich das in Sicherheit bringen? Also die waren nur alleine darauf bedacht, wie sie einigermaßen mit heiler Haut aus dieser ganzen Umwandlung da oder der ganzen Auflösung der Stasi haben rauskommen können. Ich musste mich zwangsläufig mit diesen geheimdienstlichen Dingen der Stasi befassen. Also ein Bild der hellaufen Verzweiflung. Und in der Situation sollen die eine Kaderorganisation gehabt haben, die Arm in Arm mit Frau Klette und ihren beiden Kumpanen damals diese hochintelligente Sprengfalle gegen einen, also wirklich, es gibt viel, viel Schlimmere, die auch noch gelebt haben zu dem Zeitpunkt. Zum Beispiel Herr Abs, der Auschwitz, den Auschwitz-Kreditvertrag für die Deutsche Bank unterschrieben hat, dass Auschwitz überhaupt gebaut wurde, inklusive Gaskammern und Krematorien, das war ihm alles bekannt. Der lebte noch. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist der 94 erst gestorben, 89 war dieser Anschlag. Und ausgerechnet heraus wird da erschossen. Dann kommt Rohwedder. Und ich empfehle allen, die jetzt Freunde der guten Literatur sind, Wolfgang Schorlau, Die blaue Liste. Das ist ein Roman von einem Krimi-Autor, der mehrfach verfilmt wurde und der ein wunderbares Rechercheteam hat. Also mit hochbegabten und erfahrenen Rechercheuren, die für die ZDF-Dokumentabteilung lange zuständig waren, als sie dann Widerworte hatten, im Zuge der Woken Neuzeit entlassen wurden. Dieser Wolfgang Schorlau hat damals nachgestellt, bis ins Detail, wie der Mord an Rohwedder, der ja am 1. April 91 war, stattgefunden hat, und ist dahinter gekommen, dass dies nur unter Einbeziehung entweder des Bundesnachrichtendienstes oder des Verfassungsschutzes möglich gewesen ist. Dieser Scharfschuss konnte nicht von jemand, der noch nicht schießen gelernt hat, der wurde ja dann am Ende verdächtigt, geführt worden sein. Und es wurde ein Handtuch gefunden von dem einen RAF-Mann, der da in Bad Kleinen dann erschossen wurde, und dann später wurde aber rausgekriegt, dass der das gar nicht gewesen sein konnte. Also nur zum Fake ist ein Handtuch liegen gelassen worden mit einem Bekennerbrief, der übrigens auch bei Aldo Moro, als der im Auftrag des CIA in Italien ermordet worden ist, von den Roten Brigaden verfasst worden sein sollte. Also Wolfgang Schorlau macht in seinem Buch, den ich dringend empfehle, Die blaue Liste, klar, dass Rohwedder in einem Machtkampf in der Treuhand war. Gegen ihn stand Birgit Breuel. Die war für absolute Abwicklung aller Ostbetriebe. Die war dafür, dass alles platt gemacht wird, was Exporte nach Russland und in andere osteuropäische Staaten und Abnehmer dann eben auch umsatzbringend für diese Ex-DDR-Betriebe gemacht hatten. Und Frau Breuel war dafür, platt machen, während Herr Rohwedder dafür war, so viel wie möglich von denen zu erhalten und den Begriff Sanierung ganz anders ausgelegt hat. In diesem harten Kampf, wo es um Milliardenumsätze ging, wo einige Konzerne in Westdeutschland sich schon die Finger gerieben haben und schon der Geifer aus den Lefzen gelaufen ist, wie sie aus ostdeutschen Betrieben eine verlängerte Werkbank für ihre Konzerne machen konnten. Genau in dieser Zeit hat Detlef Rohwedder, Sozialdemokrat, eine ganz andere Position vertreten. Und dann wird ausgerechnet er erschossen durch in seinem Arbeitszimmer. Unten waren die Fenster schon gesichert. Oben das eine Fenster war nicht gesichert. Und das wusste ein Dilettant, der noch nicht mal schießen gelernt hatte und den Schuss dann abgeben sollen, mit jemand anders, auf dessen Spur man bis heute angeht. So wie Dieter dem das hier alles erklärt, klingt das schon sehr, sehr seltsam. Also das sind sicherlich Herrhausen-Rohwedder-Fälle, zu denen man sich nochmal erinnern sollte. Ich noch nicht gekommen ist. Ich weise nur darauf hin, beides sind ganz offensichtlich Lügen, die dafür da sind, jetzt abzulenken von den eigentlichen Gefahren. Und wieder einmal auf ähnlich wie bei den Reichsbürgern, ähnlich jetzt wie bei der Vulkantruppe, die da dieses Elektrohaus da, diesen Mast da in die Luft gesprengt haben, den Blick in eine ganz andere Richtung zu lenken. Und ich bin sehr dankbar, dass es noch Autoren gibt wie Wolfgang Schorlau. Ich stimme nicht in allen Fragen überein, der aber in dieser Frage, auch in dem NSU-Komplex übrigens, da hat er auch einen verfilmten Roman drüber geschrieben, mit seiner Recherche bloßgelegt hat, mit großer Wahrscheinlichkeit war es nicht die dritte RAF-Generation, sondern mit großer Wahrscheinlichkeit waren es unsere Geheimdienste. Da fällt uns John F. Kennedy ein, da fallen uns viele andere ein. Und wenn man das sagt, ist man natürlich Verschwörungstheoretiker. Ich bin froh, dass es einen solchen Theoretiker einer Verschwörung gibt und dass er Wolfgang Schorlau heißt mit seinem Rechercheteam, und kann das nur empfehlen. Weder Rohwedder noch Herrhausen sind nach meiner Überzeugung von der Stasi in Arm mit der dritten RAF-Generation erschossen worden. Ich bezweifle ohnehin, dass es die gibt. Ich bezweifle die ganzen Geschichten, die hier stattgefunden haben, und ich halte es für gut, dass wir ein waches Auge behalten, weil diese Propagandamaßnahmen sind genau die Orchestrierung der eigentlichen Maßnahmen, über die wir vorher in der ersten Teil unserer Sendung, wie ich finde, sehr nachdenklich und hoffentlich auch nachdenken auslösend diskutiert hat. Das ist ein interessanter Beitrag. Dieter Dehm vermutet hier, dass diese Vulkantruppe, die Festnahme von Daniela Klette, dass das jetzt von relevanteren politischen Themen ablenken soll. Ist eine interessante These, würde ich erstmal sagen.
Und was wir nach den letzten 3 Jahren sicher sagen können, Dieter, ist, dass das, was du da vorträgst, leider, leider mehr als plausibel ist und sehr begründeter Zweifel, denn das ähnliche Handeln haben wir ja erlebt. Kevan, wenn du die Geschichte schon da abschließen möchtest, dann gebiete das letzte Wort dir. Wir haben ansonsten schon genug. Da fragt gerade einer im Chat, der klare Putschversuch, der Reichsbürger war ein Fake. Ich habe da jetzt nicht jedes Detail verfolgt. Aber mit einer legal besessenen Waffe und ein paar Dosen Ravioli das politische System in Deutschland zu beseitigen, also dass das ein paar Rentner oder zumindest Leute, die im Rentenalter waren, dass die das mit diesen Mitteln auch nur irgendwie eine Chance dazu hatten, halte ich doch für etwas unrealistisch. Also mit den Mitteln wären die nicht mal zu einem Putschversuch imstande gewesen. Also für einen Putschversuch, da brauchst du Kontrolle über Teile der Verwaltung. Da brauchst du organisierte, bewaffnete Banden, die wirklich es zumindest temporär mit dem Staat aufnehmen können. Und wie gesagt, du brauchst Leute im Staatsapparat. All das hatten die. Also guckt euch reale Putsche an, also oder reale Putschversuche. Nehmt in der Türkei den jüngsten Putschversuch gegen Erdogan, nehmt 2014 Maidan, Ukraine. Das waren nicht ein paar Rentner mit einer legalen Schusswaffe und ein paar Dosen Ravioli. Das war schon ein bisschen mehr. Noch beigetragen diese Woche zum Ungemach und schlechter Stimmung, aber bitte. Derjenige, der da geschossen haben soll oder beraten haben, es kann nur der Halbbruder von Oswald gewesen sein. Das ist für mich eine vollkommen klare Sache. Die andere Geschichte, wenn Rohwetter, der eben. Meinst du nur das, Kevan, ja. Nur das unsere Zuschauer, weil wir sind ja eine letzte Generation. Oswald, Avidi Oswald war der angebliche Mörder von John F. Kennedy, wo aus drei unterschiedlichen Richtungen die Kugeln gekommen sind. Aber ein Täter nur. Und der wurde ja dann kurz danach auch erschossen. Genau, kann man alles auf dem Zapruder-Film nochmal nachsehen, dass Kennedy sich selbst erschossen hat, möchte ich an dieser Stelle sagen. Aber dass eben Rohwetter gesagt hat, okay, wir wollen die Verbindung zu Russisch-DDR-Betrieben, die wollen wir halten. Das passt ganz gut auch, warum Herrhausen abgeräumt wurde, weil du hast gesagt, ihr wolltet die dritte Welt entschulden und das Finanzsystem reformieren. Das wäre jetzt noch egal gewesen, aber das wird gerne vergessen. Er wollte vor allem das russische Gasgeschäft mit deutschen Geldern übernehmen und machen. Das wissen viele nicht. Also er war auch dabei, Röhrengeschäfte und Gasgeschäfte. Er wollte auch die Sowjetunion weiterfinanzieren. Also die Sowjetunion war gerade schon nach dem Scheitern von Gorbatschows marktwirtschaftlichen Reformen am Untergehen. Nationalismus wurde immer stärker, sie drohte zu zerreißen und Herrhausen hat in dieser Situation der Sowjetunion von Seiten der Deutschen Bank weitere günstige Kredite angeboten. Also das war natürlich absolut gegen das Interesse der USA, die ein sehr großes Interesse daran hatten, dass die Sowjetunion zerbrach und dann dort neoliberale Schocktherapie durchgeführt wurde, was dann letztlich auch passiert ist. Falle Jugoslawiens, da hat man die einzelnen Teilrepubliken ja sogar durch angebotene IWF-Kredite, durch Finanzierung sogar dazu ermutigt, endlich aus Jugoslawien auszutreten, was dann in die Jugoslawienkriege gemündet ist. Also ähnliches Interesse hatte man natürlich auch in der Sowjetunion. Und all das, was wir heute eben jetzt durch zufällige Sprengung, ihr wisst ja, Putin hat ja die Leitung gesprengt, dass er damals alles schon gesagt, hey, da können wir aktiv sein. Und da glaube ich, dass es jemand in Übersicht gesagt hat, nee, das wollen wir eigentlich nicht. Wir wollen nicht, dass Deutschland zu mächtig wird, weil das ist ja das, was wir seit 100 Jahren verhindern wollen, wenn man sich das anschaut, was spätestens seit Brzezinski, wir wollen eigentlich kein Eigenleben auf der Eurasischen Platte. Von daher ist das für mich alles sehr, sehr plausibel. Und war auch schon britische Außenpolitik. Also das nannte Großbritannien damals Gleichgewicht der Mächte, da Großbritannien nie so eine absolute Kontrolle über große Teile Europas hatte, wie es die USA jetzt, dass man zumindest in Kontinentaleuropa keine Macht entstehen lassen wollte, die so mächtig ist, um es mit Großbritannien aufzunehmen. Das war schon immer britische Politik und das haben die USA jetzt, nachdem sie die Briten als führende Weltmacht abgelöst haben, natürlich übernommen und perfektioniert. Also wenn man sich die Staaten in Westeuropa und auch in Osteuropa so anschaut, das sind ja mehr oder weniger amerikanische Vasallen. Die machen ja keine eigenständige Außenpolitik mehr. Und deswegen am Ende des Tages haben die Clowns in Action hier auf deutschem Boden die Finger im Spiel. Und es ist erstaunlich, obwohl es nicht erstaunlich ist, du hast ja gesagt, der Tagesspitzel, schöner Name übrigens, oder eben korruptiv. Oder Tagesstürmer. Tagesstürmer, dass die das alles, dass das bei den Deutschen immer noch fängt, als wenn der Erste und Zweite Weltkrieg mit ihnen dahingehend nichts zu tun gehabt
haben kann, dass das andere Deutsche gewesen sein müssen, die dann da gefallen sind. Das ist etwas, wo ich immer wieder denke, Propaganda scheint zu funktionieren und sie geht ja bis an unsere Universitäten und es reicht so weit, da sind wir wieder bei der Bundeswehr, das ist ja auch eine, es gibt ja einen Verein Queer Bundeswehr, die auch für Cybersicherheit zuständig sind. Man glaubt es nicht, dass wahrscheinlich haben wir eine Regenbogenarmee und von dem möchte ich sagen, im Krieg wird nicht warm geschossen, sondern heiß. Das möchte ich Kevin, das empfehle ich dir ganz dringend, die Ansprache einer amerikanischen Trans-Lieutenant-Colonel der Space Force, also eine Weltraum-Oberstleutnantine, eigentlich ein Mann in Frauenkleidern, hält einen Vortrag über Queerness in der Armee. Herrlich. Wenn ich Putin wäre und das sehen würde, würde ich sagen. Mann in Frauenkleidern, alleine dafür würden die Wokies Paul Brandenburg jetzt canceln, aber ich glaube, das ist ihm angesichts der ganzen Strafverfahren, die er schon hat, weil er irgendwelche Politiker angepasst hat, herzlich egal. Sofort angreifen. Ja, genau, das habe ich auch gedacht. Die haben ja auch bei Russia Today was gezeigt, wie eben ein ehemaliger Mann, der jetzt eine Frau ist, der wird der Panzer, das Fahrzeug mit so einem Einhorn geschmückt und dann wurde hat Bifang, er eine. Das ist Deutschland. Genau, und auch so ein und bunt und so. Und er würde dann, als Mensch ist er begrüßt. Ist ja alles super. Ja, finde ich alles super. Aber Krieg ist doch ein ganz klassisches Männerhandwerk, nämlich Menschen umbringen. Das ist gut, dass Frauen das eigentlich nicht machen wollen. Frauen sollen Kinder auf die Welt bringen, weil Männer das nicht können. Männer können nur Menschen töten. Das ist auch nicht ihre Idee. Menschen, also das ist alles Quatsch natürlich. Ich bin dafür, dass wir davon komplett wegkommen. Menschen sollten überhaupt keine Menschen töten. Aber das Tolle ist eben, dass dem dann noch untersagt, oder diesem queeren Cyber-Offizier, er möge sich außerhalb seines Dienstes doch ein bisschen soldatisch benehmen, weil der hatte, glaube ich, ein Instagram-Profil, gesagt, er ist offen für alles und sucht Sex. Also das ist unsere Armee, da bin ich dann wieder dabei. No action, only talks. Aber Paul, ich glaube dir natürlich auch, wenn sie es selbst wüssten, dann könnte man es dann anfangen. Aber sie scheinen es nicht zu wissen, so denken, wir sind total toll, weil sie zu viele Videospiele gesehen haben. Das geht aber, der Schuss geht nicht nach hinten los, der Schuss betrifft uns alle und da mache ich mir ernsthafte Sorgen. Stimmt, und ich stimme dir zumindest dazu, wenn die alle wie dieser Herr oder Frau Bifang in irgendwelche Glory Hole Gay Clubs gehen würden, da ihren Spaß hätten, wäre es erheblich harmloser und wäre ein sicherer Platz als mit diesen Pfeifen, die wir da sitzen hatten. Wir nehmen auf jeden Fall mit, wer von Hot Takes und Deep Dives quatscht, der gehört auf irgendwelche idiotischen amerikanischen Tech-Konferenzen in den öffentlich-rechtlichen Rundfunk oder zur deutschen Armee. Alle anderen schalten hoffentlich auch wieder bei uns ein nächste Woche oder hören sich andere freie Medien ein. Geht auf nachschlag.express und stimmt ab, welche deprimierende Schlagzeile diese Woche am härtesten traf und wenn ihr da seid. Wie gesagt, denkt dran, freie Medien vertreten die Interessen also derer, die sie bezahlen. Habt trotz allem. Schlagzeilen von Paul Brandenburg und Kevans Officierwasch gingen ja ineinander über. Ich würde sagen, ja, die haben beide gewonnen. Also, ich stimme ja hier gerade sowieso nicht ab, sondern ich bewerte live im Stream. Ihr könnt natürlich gerne auf nachschlag.express gehen und abstimmen, aber so, stimmt, die Folge ist ja sogar noch früh genug rausgekommen, als dass, wenn ihr das hier live im Stream seht, dass ihr dann abstimmen könnt. Wenn ihr das hier auf YouTube seht, dann ist es leider schon zu spät, dann könnt ihr nicht mehr abstimmen. Aber könnt es ja trotzdem für euch bewerten, welche Schlagzeile die Schlagzeile der Woche ist. Obwohl ich Bundeswehr einfach dumm auch einen besseren Slogan finde als No Action Only Talk. Naja, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Das war eine Reaktion auf die 22. Folge von Nachschlag. Ist ein Format, auf das man super gut reagieren kann, das muss ich wirklich sagen. Ich mag ja so Talkshows im Öffentlich-Rechtlichen sowieso nicht, weil man da ja 5 Gäste hat, die gleiche Meinung haben oder mal 4 Gäste, die gleiche Meinung haben und einen, der widerspricht und der wird dann von allen anderen Gästen zusammen mit dem Moderator fertig gemacht. Aber der Sendung hier hat zwar keiner eine Mainstream-Meinung, aber wäre sicherlich auch mal interessant, wenn man da so einen mal dazu kriegen würde. Aber ja. Ja, dafür sind dann andere Formate wie Fair Talk da. Obwohl dann die Leute, die quasi eine Meinung auf Mainstream-Kurs haben, dann da nicht zu Gast kommen, sondern da sagen, nee, mit denen will ich keinen Kontakt haben. Also, ja. Über das Elend der deutschen Talkshows könnte ich jetzt, glaube ich, ewig schimpfen. Sind an sich schon super dumme Formate. Da ist das Format Nachschlag hier schon schlauer, wo jeder einfach ein Thema vorbereitet und dann jeder sagt, was er dazu denkt und die Zuschauer dann abstimmen können, welches Thema sie am wichtigsten finden. Aber in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.